Hallo und willkommen. Heute betreten wir die unendliche Geschichte in einer Commodore 64 Fassung, die entstand, bevor der Film umgesetzt wurde. Man kann also sagen, es handelt sich eher um ein Spiel zum Buch. Die Maurer Software-Umsetzung der unendlichen Geschichte von 1984 ist ein Text-Grafik-Adventure, wobei die Grafiken sind aus dem Standardzeichensatz des 64er zusammengestellt. Und ich glaube ja nicht, dass ich erklären muss, wie die Geschichte funktioniert, wie die Geschichte abläuft. Das ist ein ziemlicher Klassiker. Ich glaube, jeder von uns kennt die Geschichte, zumindest grob, spätestens seit dem Film. Das Spiel ist, ich bin noch nicht über den zweiten Bildschirm hinausgekommen. Und ich meine, das sagt ja schon einiges über die Zugänglichkeit des Spielers aus, ne? Eine Komplettlösung oder ähnliches konnte ich auch nirgendwo finden. Nicht mal eine Liste der Befehle, die das Spiel akzeptiert. Stattdessen bekomme ich auf alles Mögliche, was ich angebe, den Text: Versuchen Sie es mit etwas anderem. In schwarz auf weißem Grund. Der Parser weist die wirklich alle zurück. Ich könnte vor Wut, also als ich das gespielt habe hier für die Folge, hätte ich vor Wut wirklich in alles Mögliche beißen. Musik bietet das Spiel auch nicht. Und wenn man, anders als Herr Maurer, der Programmierer dieses Werkes, nicht weiß, welche Worte der Parser zu jeder Zeit erwartet, dann steht man voll und ganz auf dem Schlauch. Übrigens bin ich anscheinend nicht der Einzige, der hier nicht weiterkommt. Alle Screenshots dieses Spiels, die ich im Internet finden konnte, die kommen maximal bis zum zweiten Bildschirm. Das heißt, entweder bin ich nicht alleine doof, ne? Oder aber, was wahrscheinlicher ist, das Spiel stellt sich so pingelig an, dass keiner die Geduld hat, sich da durchzubeißen. Übrigens, das Spiel ist das einzige veröffentlichte Produkt aus dem Hause Maurer Software, dem ich zumindest über den Weg gelaufen bin. Ich frage mich, ob es dafür einen Grund gibt. So, nächstes Mal befasse ich mich mal wieder mit einem Adventure, aber ich weiß, dass das nicht so ein Reinfall wird wie dieses. Nächstes Mal rede ich über ein Spiel namens Asterix und Obelix.